Wo ist Niklas? Der ist im Urlaub, aber damit es diese Woche trotzdem ein Video gibt, vertrete ich ihn einfach mal. Es geht um Experimente am Menschen. Die können saugefährlich sein. Es kann immer was schiefgehen und trotzdem werden sie gemacht. Wie ich da jetzt drauf komme? Richard Slayman ist tot. Das war der erste Mensch, dem eine genetisch veränderte Schweineniere eingesetzt wurde. Heißt es jetzt, dass der Versuch gescheitert ist? Und beim ersten Neuralink-Patienten kam es zu Problemen mit dem Gehirnchip, der ihm von der Firma von Elon Musk eingesetzt wurde. Diese konnten zum Glück mittlerweile wieder behoben werden. Aber warum macht man überhaupt Experimente am Menschen? Wie läuft so ein Versuch genau ab? Und gibt's da heute Unterschiede zu früher? Ich bin Vivi und du schaust die Mindblown University. Bevor es losgeht, habe ich noch eine fette Ankündigung. Die MBU Live-Tour geht in die nächste Runde, und zwar im Oktober und November 2024. Mit einem komplett neuen Programm erkunden wir die größten unerklärten Phänomene der Wissenschaft, von schwarzen Löchern über dunkle Materie bis zum Ende des Universums. Geht jetzt auf niklaskolotz.de und sichert euch eure Karten. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Erste Frage. Warum gibt es Versuche am Menschen eigentlich? Die kurze Antwort ist Fortschritt. Jede neue Methode und jedes neue Experiment in der Humanmedizin muss ja irgendwann zum ersten Mal am Menschen ausprobiert werden. So war es zum Beispiel auch bei der ersten Herztransplantation. Der Patient überlebte nur etwa 2,5 Wochen. Aber jetzt, über 50 Jahre später, funktionieren 5 Jahre nach der OP noch etwa 70% der Herzen richtig gut. Man muss Dinge ausprobieren, man muss aus Fehlern lernen und nur so kann man was weiterentwickeln. Heutzutage würde man übrigens eher klinische Studie statt Menschenversuche sagen. Und die werden auch richtig streng kontrolliert. Aber das war nicht immer so. Springen wir mal ganz weit zurück. Es gibt ein relativ grausames Beispiel aus der Antike. Hier führten Ärzte sogenannte Vivisektionen durch. Das hat übrigens gar nichts mit mir zu tun. Vivi kommt von Leben und Sektion heißt sowas wie zerteilen. Eine Zerteilung bei lebendigem Leibe. Wer stellt sich dafür zur Verfügung? Natürlich niemand. Das Ganze ist nicht freiwillig passiert. Im Königreich der Ptolemäer zum Beispiel haben die Ärzte Gefangene zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen sie dann quasi machen konnten, was sie wollten. Ja, dabei wurden sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen. Zum Beispiel konnten sie nun zwischen dem sensorischen und dem motorischen Nervensystem unterscheiden. Das kann man nur an lebenden Versuchsobjekten. Aber diese Versuchsobjekte, das waren ja immer noch Menschen. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja über 2000 Jahre her und das stimmt schon. Aber Vivisektionen gab es im Laufe der Geschichte leider immer wieder. Auch in Zeiten des Nationalsozialismus wurde an lebenden KZ-Opfern experimentiert. Durch die vielen grausamen Experimente der NS-Zeit angestoßen, wurde im Jahr 1947 zum ersten Mal klare Regeln für medizinische Versuche am Menschen zusammengefasst. Der Nürnberger Kodex wurde entwickelt. Diese Regeln sind hauptsächlich die informierte Einwilligung und die Freiwilligkeit. Es ist ja eigentlich auch total logisch. Teilnehmende müssen seither über Nutzen, Ablauf und potenzielle Risiken informiert werden. Und die Teilnahme an der Studie muss natürlich freiwillig sein. Das heißt, sie kann auch jederzeit zurückgezogen werden. Außerdem ist es verboten, Versuche durchzuführen, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Ich finde es ein bisschen absurd, dass dieser Punkt nochmal extra reingeschrieben werden musste, aber besser ist es. Der Nürnberger Kodex ist aber noch nicht alles. Ein paar Jahre später, wollen wir genau sein? Im Jahr 1964 kam dann noch die Helsinki-Deklaration hinzu. Die wurde auf einem großen Ärztekongress beschlossen und der war, wer hätte das gedacht, in Helsinki. Da stand jetzt auch noch drin, dass der Mensch niemals nur als Mittel zur Realisierung eigener Zwecke genutzt werden darf. Also, dass das Wohlergehen der Behandelten selbst immer im Vordergrund stehen muss und nicht die Neugier oder auch die Ruhmlust der Forschenden. Denn das ist auch sehr oft passiert in der Geschichte. Besonders crazy finde ich zum Beispiel die Entwicklung des ersten Impfstoffes. Das war so im 18. Jahrhundert und Millionen Menschen sind an der Pockenerkrankung gestorben. Aber einem Arzt ist aufgefallen, dass Menschen, die schon mal die harmlosen Kuhpocken hatten, danach kaum noch wirklich an den gefährlichen Menschenpocken erkrankt sind. Dieser Arzt hat dann ein ganz entscheidendes und bis heute noch sehr bekanntes Experiment durchgeführt. Er hat dem 8-jährigen Jungen James Phipps eine kleine Wunde in die Haut geritzt und ihn dann absichtlich mit Kuhpocken angesteckt. Wie erwartet ist der Junge leicht krank geworden, hat sich dann aber schnell wieder davon erholt. Ein paar Wochen später hat der Arzt dasselbe nochmal gemacht. Diesmal aber nicht mit Kuhpocken, sondern mit den gefährlichen Menschenpocken. Und der Junge blieb gesund. Sein Körper konnte durch die harmlosen Kuhpocken schon mal trainieren und die gefährliche Krankheit dann easy abwehren. Dieses Experiment hat übrigens dazu geführt, dass Impfungen entwickelt wurden. Und so konnten und können immer noch Millionen von Menschenleben gerettet werden. Die Pocken sind übrigens heute komplett ausgerottet. Trotzdem. Wenn man mal genauer drüber nachdenkt, war das ein nices Experiment? Heute würde es das ganz bestimmt nicht mehr so geben. Und das liegt nicht nur an der Helsinki-Deklaration. In Deutschland wäre es auch mit dem Grundgesetz gar nicht anders vereinbar. Hier steht im Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. In dem Fall ging zwar alles gut, der Arzt hat ja recht mit seiner Vermutung, aber hätte er falsch gelegen, dann hätte er im schlimmsten Fall den Tod des Jungen in Kauf genommen, nur um seine Idee zu beweisen. Und wenn er so überzeugt davon war, warum hat er die Impfung nicht an sich selbst getestet? Und damit kommen wir zu einem ethischen Grenzfall. Die Selbstversuche.
Davon gibt's auch einige in der Geschichte. Auch der australische Arzt Barry Marshall war nämlich in den 1980er Jahren von seiner Idee sehr überzeugt. Und er wollte sie unbedingt beweisen. Er war sicher, dass ein Bakterium mit dem Namen Helicobacter pylori Magengeschwüre verursachte. Und damit ist er in der Wissenschaftswelt auf sehr viel Widerstand getroffen. Ja, man kann sagen, wie es ist. Er wurde geradezu dafür ausgelacht und wirklich gar nicht ernst genommen. Dafür muss man wissen, dass die Umgebung des Magens extrem sauer ist. Dass Bakterien dort auch nur überleben könnten und dann auch noch so viel Schaden anrichten sollen, das schien fast allen super unplausibel zu sein. Aber Marshall war von seiner Idee überzeugt. Und was war sein logischer nächster Schritt? Er züchtete die Bakterien an und trank sie. Prost. Naja, danach hat er ziemlich direkt starke Magenschmerzen bekommen, die aber durch ein Antibiotikum, das ja gegen Bakterien wirkt, dann auch schnell wieder verschwunden sind. Nach einigen weiteren Untersuchungen wurde klar, Helicobacter pylori verursacht tatsächlich Magengeschwüre. Marshall hatte von Anfang an recht. Für seine Erkenntnisse hat er übrigens auch zusammen mit seinem Kollegen Robin Warren 2005 einen Nobelpreis bekommen. Aber ist es nicht crazy, wie weit WissenschaftlerInnen teilweise gehen, wenn sie von etwas überzeugt sind? Man sollte nur aufpassen, dass es nicht zu weit ist. Deshalb wurde in der Helsinki-Deklaration noch was anderes beschlossen. Und zwar, dass unethisch durchgeführte Studien nun nicht mehr veröffentlicht werden dürfen. Was aber auch zur Frage führt, wie ist das mit denen, die davor gemacht wurden? Wie soll mit dem Wissen umgegangen werden? Und wie mit den Leuten, die unethische Versuche durchgeführt haben? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich bisher in den meisten Beispielen relativ schwammig von den Ärzten gesprochen habe. Die haben natürlich schon konkrete Namen. Aber ich habe mir gedacht, dass ich die gerade gar nicht nennen möchte. Meiner Meinung nach soll das Wissen, das nun halt einfach auch schon da ist, natürlich auch weiter genutzt werden. Die Forschenden selbst würde ich jetzt aber nicht noch positiv in dem Zusammenhang hervorheben wollen. Und das sehen auch immer mehr Menschen so. Aber es ist nicht ganz so leicht umzusetzen. Es sind einfach sehr viele Dinge nach umstrittenen Personen benannt. Man müsste sich auf internationaler Ebene auf einen neuen Begriff einigen und dann auch noch sämtliche Fachbücher umschreiben. Das ist aufwendig. Aber nicht unmöglich. Da gibt es nämlich auch ein gutes Beispiel zu. Die Klubzellen. Das ist ein bestimmter Typ Zelle aus der Lunge, die früher nach ihrem Entdecker benannt waren. Dieser war nicht nur ein fanatischer Nationalsozialist, er hat die Zellen auch erforscht, indem er frisch hingerichtete Strafgefangene untersuchte. In dem Fall hat die Umbenennung ziemlich gut funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, die einfach allgemein sehr umstritten sind. Bei denen scheitert es jetzt nicht nur an bürokratischen Hürden. Habt ihr schon mal gehört, dass immer wieder gefordert wird, das RKI umzubenennen? Also das Robert-Koch-Institut? Wer war Robert Koch? Er gilt als einer der Begründer der Mikrobiologie und entdeckte die Rolle von Bakterien bei bestimmten Krankheiten. Für seine Entdeckung des Tuberkuloseerregers erhielt er zum Beispiel 1905 auch den Nobelpreis. Zur gleichen Zeit war er in Ostafrika. Dort hat er die gefährliche Infektionskrankheit Trypanosomiasis erforscht. Die kennt man auch als afrikanische Schlafkrankheit. Und dafür hat er grausame Experimente an Tausenden von Menschen ohne deren Einwilligung durchgeführt. Dabei hat er wissentlich ihre Erblindung oder sogar ihren Tod in Kauf genommen. Es gibt Befürworter, die ihn verteidigen. Sie sagen, dass man die Forschung nicht nach heutigen Standards bewerten darf. Der historische Kontext sei wichtig. Sein Vorgehen habe mit der damals vorherrschenden Ethik übereingestimmt. Und seine Forschung hat die Medizin enorm weitergebracht. Deshalb wäre es auch okay, ihn heute noch mit dem Namen des RKIs zu ehren. Aber ist das so? Damals wie heute gibt es Menschen, die sich gegen dieses rassistische Weltbild einsetzen. Sie sagen, niemand habe Robert Koch zu seinen Experimenten gezwungen. Und man weiß, das Weltbild von damals hat bis heute noch Auswirkungen in Form von rassistischen Stereotypen und Diskriminierung auch in der modernen Medizin. Klar ist, den Preis für seine Ambitionen und wissenschaftliche Erfolge haben in dem Fall andere Menschen bezahlt. Zum Teil mit ihrem Leben. Aber kommen wir zurück zu klinischen Studien heute. Im Laufe der Zeit kamen dann noch einige andere Richtlinien, wie der Belmont Report und die GCP, die Good Clinical Practice, hinzu. Hier wird unter anderem geregelt, wie die Studien geplant, dokumentiert und analysiert werden sollen. Womit wir jetzt beim vielleicht interessantesten Punkt wären. Wie läuft so eine klinische Studie heutzutage genau ab? Also, bevor es an den Menschen geht, gibt es zuallererst einmal sogenannte Grundlagenforschung. Wie der Name schon sagt, werden hier die grundlegenden biologischen Mechanismen erforscht. Beispielsweise, was genau macht eigentlich krank? Oder auch, wo könnte ein Angriffspunkt für neue Medikamente sein? Dann wird die Wirksamkeit und Sicherheit eines Medikamentes oder einer Methode ausprobiert. Hier sind wir aber immer noch nicht am Menschen. Das passiert jetzt zum Beispiel in Tierversuchen oder auch in Zellkulturen. Wenn da alles gut klappt, muss die geplante Studie immer noch von einer unabhängigen Ethikkommission genehmigt werden. Gibt die ihr okay, geht's zum ersten Mal an den Menschen. Und auch hier gibt's wieder mehrere Phasen. Sagen wir mal, es geht um ein neues Medikament.
dann wird das zuerst in super geringer Dosis an gesunden Personen getestet. Hier will man einfach schauen, wie ist die allgemeine Verträglichkeit auf den menschlichen Organismus. Die Dosis kann ein bisschen angepasst werden und natürlich werden mögliche Nebenwirkungen festgehalten. Erst in den nächsten Phasen geht es dann so richtig los. Man testet die Wirksamkeit der Behandlung an echten Patienten. Erst wieder in kleineren, dann aber auch in größeren Gruppen. Es gibt auch teilweise sogenannte Kontrollen. Das können Gruppen sein, die zum Beispiel aus gesunden Menschen bestehen oder auch welche, die nur ein Placebo erhalten. Also dann ist da gar kein Wirkstoff in dem Medikament. Dadurch will man sicherstellen, dass der mögliche Behandlungserfolg auch wirklich am Wirkstoff selbst liegt. Und auch hier werden natürlich alle Ergebnisse wieder genau festgehalten. Wenn das Medikament dann tatsächlich zugelassen wird, heißt das jetzt übrigens nicht, dass jetzt die reinste Party ausbricht, alle ihren Shit durch die Gegend schmeißen und jetzt nie wieder draufgeschaut wird. Im Gegenteil, der Prozess ist noch nicht durch. Mögliche Langzeitfolgen, sehr seltene Nebenwirkungen, all das wird natürlich immer weiter überprüft. By the way, für klinische Studien werden fast immer gesunde Menschen gesucht. Oft geht es dabei auch gar nicht um Medikamente. Es kann zum Beispiel auch einfach eine bestimmte Ernährungsform oder sowas sein. Könntet ihr euch vorstellen, bei so einer klinischen Studie selbst mitzumachen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie ihr seht, heute sind solche Versuche sehr viel sicherer als früher. Aber es gibt immer noch Kritikpunkte. Zum Beispiel die Sache mit der Aufwandsentschädigung. Die gibt es in der Regel immer. Ist ja auch irgendwie fair, dass der Aufwand, den das Ganze mit sich bringt, entschädigt wird. Aber das führt halt dazu, dass jetzt vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen bei solchen Studien mitmachen. Und das führt dann zu der Frage, inwiefern man jetzt noch von einer wirklichen Freiwilligkeit sprechen kann. Kommen wir am Ende nochmal kurz zurück zu Richard Slayman. Das war der vom Anfang mit der Schweineniere. Seine Familie meinte, sie sind ziemlich dankbar dafür, dass sie immerhin noch 2 Monate mit ihm hatten. Und sie haben auch nochmal betont, dass Richard selbst sehr stolz darauf war, Teil dieses Versuches zu sein. Dass er hofft, dass er einen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese OPs in der Zukunft hoffentlich immer besser verstanden und durchgeführt werden können. Und wer weiß, vielleicht sind Schweinenierentransplantationen in einigen Jahren ja bereits wirklich Routine. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut doch mal in dieses zum Thema ewiges Leben rein. Und wenn ihr mehr spannende Themen aus der Biologie und Medizin wollt, dann empfehle ich euch diese Playlist. Ciao!